sind anscheinend Granaten. Okay, das ist aber weit. Aber mit dem Bogen schaffen wir das. Der ist stark genug. Der ist richtig overpowered, sag ich mal. Hä? Was war das? Fail? Ich hab mich doch festgehalten, was... Verarschen? Lol, immer diese Fails. Warum? Ist doch nicht notwendig, ihr Idioten, ey. Blöde. Blöde Scheiße hier, ey. Also mit Idioten meine ich jetzt nicht euch, aber... Ja, regt mich halt gerade ein bisschen auf. Mit Idioten meine ich die Leute, die das hier gemacht haben. Also, naja, die Entwickler haben schon ein gutes Spiel rausgebracht, aber wenn ich sie nicht schaffe, regt es mich auf, ja? So, Press E, genau. So geht's. Ja, okay, perfekt. Das Wort Idioten hätte ich mir sparen können, weil schon ein geiler Titel, muss man sagen. Aber mich regt halt dann schnell mal auf, wenn ich nicht weiterkomme. Aber das liegt ja dann meistens an mir und nicht an den Entwicklern. So. Okay. Was haben wir hier? Ein Buch? Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügelt und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig. Naja, der Whitman hat seinen Verstand verloren. Das ist mir schon länger bewusst, Leute. Okay, was haben wir hier noch? Hier außen rum gibt's nix. Ah doch, hier gibt's was. War doch klar, Geocaches. Okay, wo geht's weiter? Wo muss ich hin? Da oben geht's weiter. Na, die Frage ist... was? Lol? Komm ich da bitte schön hoch? Ach, hier ist eine Leiter. Wie kriege ich die hier runter, bitteschön? Hm. Kann ich hier hochklettern? Nö. Hier kommen wir auch nicht hoch, okay. Kleines Rätsel wieder, oder wie? Hm. Wo soll ich eigentlich hin? Ich soll doch da hoch. Also ich verstehe schon, aber wie kriege ich das Teil wieder in Gang? Also hier ist Stacheldraht. Da kommen wir auf jeden Fall nicht hoch. Das ist schon klar. Aber das sieht mir nach einem Vorsprung aus. Hier irgendwie geht's hoch. Wie komme ich hier hoch? Markus, streng dein Köpfchen an. Da ist diese verfickte Leiter, aber bringt mir nichts. Ist der Stacheldraht. Darunter kann ich auch nicht mehr gehen. Also es hat hier irgendwie was mit zu tun, mit der ganzen Sache. Ich muss da hoch, oder? Japp. Okay, das ist schon mal nice. So schwer war es auch gar nicht. Zack. Oh, Stacheldraht. Abstand halten, besser gesagt. Oh, und da ist er weg. Perfekt. Einmal nach oben. Und direkt zur Leiter springen hier. Okay. So schwer war es nicht. Es war leicht. So, nach rechts.
Einmal hau ruck nach oben. Nein! Nein! Oh Mann! Immer ich Idiot mit der Scheißsteuerung, Alter. Ich hab's hier einfach nicht im Blut. Ich hab's hier einfach nicht im Blut. Na egal. Komm, ab nach oben. Das machen wir nochmal. Der Kontrollpunkt ist ja fair gehalten. Ist schon mal nice. Lara, halt dich fest. Halt dich fest! Alter! Halt! Oh, du bist doch so dumm, Alter. Warum? Kann mir mal einer erklären, warum die immer nicht darauf reagiert, was ich hier sage? Ich habe gesagt, sie soll sich da festhalten. Mein Gott, wo sind wir denn hier? Geht doch! Die will immer wegspringen. Also ich drücke ja die Leertaste, aber die will immer auf die Seite springen. Ich weiß auch nicht wieso. Ich bin einfach zu dumm, um die gute Lara zu steuern. Bin ich jetzt einfach mal ganz ehrlich und sag das. So. Okay. Jetzt kann ich das Teil hierher ziehen, oder? Mit dem Steigklemmenantrieb. So. Zack. Okay, den, das schaffe ich wahrscheinlich nicht, darüber zu springen. Das würde wieder tödlich enden. Daher ziehe ich den nochmal hierher. Jo. Okay, geschafft. So, wir können jetzt wahlweise hier hoch oder unten bleiben. Was lohnt sich mehr, Leute? Wir müssen sowieso nach unten. Aber, soll jetzt mal da hochgehen? Macht es wirklich Sinn, da hochzugehen? Ich guck mal, vielleicht liegt da ja irgendwie noch was. Nö. Komm, wir gehen wieder runter. So, okay. Jetzt geht's los. Hier kommen sicher wieder Gegner, ich weiß es. Die Musik sagt alles. So, hier geht's hoch. Und jetzt rechts, glaube ich, ja. Das sieht doch gut aus. Wow, das ist aber nicht gerade gut gelöst hier. Gerade mal an den Rohren entlang klettern. Aber das geht schon. Alles machbar, Leute, alles machbar. So. Okay, ich will eigentlich immer so gut wie keine Fails bringen, aber die sind halt leider nicht vermeidbar. Tut mir auch leid. So, wir sind oben. Wow, wow. Ach du Scheiße. So, gucken wir mal. Guck mal, dem erstmal ein Headshot. Fuck. Da war er schneller, als ich gedacht habe. Zack, aber beide sind down. Und da kommen sie. Jetzt geht's los. Der Schroti hier. Servus, mein Freund. Das wird nichts. Zack, zack. Der Bogen ist wirklich geil. Und vor allem auf diese Reichweite. So wie nah als auch fern. Der ist immer gut. Der Bogen ist wirklich stark, muss man sagen. Ist wirklich high-end. Ganz ehrlich. Okay. Mehr gibt's nicht. Dann würde ich sagen, weiter geht's. Haha. So, hau ruck. Und natürlich gut festgehalten. So soll das sein. Endlich mal keine Fails. Geht doch. Muss ja auch nicht sein immer. Ist ja unnötig, sozusagen. So, Frage. Wie geht's weiter? Hier. Okay. Eigentlich auch selbsterklärend. Zack. Und dran springen. So. Okay, nee, da wollte ich eigentlich nicht hinspringen. Ich glaube, wir müssen rechts entlang. An diese Rohre, oder? Ist es empfehlenswert? Was ist jetzt richtig? Also hier... Ne, da wird sie wahrscheinlich in den Tod stürzen wieder. Da gehe ich mal lieber an die Rohre. Okay, das war falsch. Ich dachte, ich müsste an die Rohre. Okay, dann halt nach rechts. Auch in Ordnung. Okay. Machen wir es nochmal. Weil die Rohre waren ja eigentlich schon richtig, muss ich sagen. Aber das war wieder Fail.
Ah, da oben geht's. Ist eine Leiter, sehe ich gerade. Okay, wir müssen da aber hin. Es führt keinen Weg dran vorbei. Okay, machen wir's. Okay, kann mir mal einer erklären, was das jetzt gerade sollte? Wir müssen doch das dahin. Was ist denn daran jetzt schon wieder falsch? Verdammte Scheiße. Vielleicht bin ich gerade dümmer als ich eigentlich denke, aber oder geht's runter? Nee. Unten sind wir falsch. Eiskalt. Wir müssen da hoch. Okay. Ich guck mir das jetzt mal genauer an. Da ist auf jeden Fall... Da geht's auf jeden Fall hin, Leute. Da geht's hin, ich weiß es. So. Okay, an die Rohre ist aber unnötig, Leute. Ehrlich gesagt. Ach, wir können einfach hoch. Ach, ich hab nicht W gedrückt, ich Idiot. Okay, logischerweise. Ja, dann verstehe ich's auch natürlich, ne? Ja, so ist natürlich geil. Ich war zu weit unten, deshalb habe ich es nicht geschafft. Okay, natürlich. Hier ist ein Grab. Hier ist ein Grab. Da kam das Zeichen, der Ton. Hier muss ein Grab sein. Ich werde es finden, ich hoffe es. So. Ich hoffe, sie schafft den Sprung darüber an die Leiter. Ja, ist machbar. Hier ist das Grab. Oder? Gucken wir mal. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Da vorne. Haben wir hier noch was? Ist hier irgendwo ein Schrank oder so? Ne. Okay. Bin ich jetzt vorbeigelaufen an dem Grab? Ich glaube nicht, oder? Da unten ist auf jeden Fall... Ja, da waren wir gerade. Okay. Gut. Entdecken Sie das alte Grab. Ach, ich bin... Ach, das... Ich muss da sowieso hin. Okay, ich verstehe. So, wo müssen wir hin? Ich glaube runter. Oh. Fuck. Komm. Ja, das war in Ordnung. Endlich konnte ich mal runter. Runterspringen, ohne dass ich sterbe. Hier ist ja auch zum Glück Wasser. So, habe ich hier irgendwo noch was übersehen? Ich glaube, da geht es nicht weiter. Okay. Wir müssen auf jeden Fall hier weiter. Okay. Hier geht's hoch. Sieht man schon. Und da können wir was anzünden. Wieder Bergungsgut. Das mache ich direkt mal. So. Ups, das war Fail. Ich bin zu weit vorgelaufen gerade. Oh Mann, der Zocki und seine Fails sind echt die besten. Vor allem, weil sie so oft unnötig sind. Komm, zünd an. Was ist denn das für ein Scheiß? Hä? Ach, weißt du was? Mir hat auch nochmal jemand einen Tipp gegeben. Und zwar, wir können mit den Feuerpfeilen natürlich auch diese Sachen anzünden. Das mache ich jetzt direkt mal. Zum Glück gibt's diese netten Leute, die die Kommentare hier schreiben. Was ich noch machen kann und so. Wirklich, wirklich nett von euch. Muss ich mal ein großes Lob aussprechen. Hier müssen wir zwischendurch, oder? Ah ne, hier geht's durch. Wo sind wir denn jetzt hier? Nice. Hier geht's hoch, oder? Nö. Okay, wir müssen... Ich kann hier runterspringen, ja. Aber ich bin noch gar nicht am Grab. Scheiße. Oh, fuck.
Wo sind die?